Leute, was geht ab? Heute ein Tutorial für euch. An meiner Seite als Unterstützung Enes Alabi, den ihr mittlerweile von vorherigen Videos kennt. Liebe Kampfsportfreunde, hört mir gut zu. Der Jab ist nicht nur ein Schlag. Ja? Für mich der wichtigste Schlag. Ja? Denn mit dem Jab baust du Distanz auf. Mit dem Jab öffnest du die Deckung. Ja? In der Kunst des Boxens ist der Jab das A und O. Ich werde es nie vergessen, ja, mein erster Amateurtrainer, Paul Smolacek, eine Legende. Er hat eine Reihe von Boxern rausgebracht. Das war wirklich Wahnsinn. Ein großer Teil davon sind auch Profis geworden, unter anderem auch Felix Sturm, wo wir alle wissen, der einen gefürchteten Jab hat, einer der besten Jabs auf jeden Fall seiner Generation. Wenn ihr den Kampf gegen Oscar De La Hoya seht, was er da mit dem Jab fabriziert hat, nicht nur gegen De La Hoya, aber das ist einer von vielen Kämpfen, ja, wo sein starker Jab zum Vorschein kam, wo teilweise Weltmeisterschaftskämpfe über den Jab geführt werden. Das war wirklich und war immer wieder faszinierend anzuschauen. Mein früherer Trainer hat immer gesagt, das werde ich niemals vergessen, und manchmal hat mich das auch wirklich genervt, aber im Nachhinein, desto erfolgreicher ich wurde als Boxer, desto mehr war mir die Wichtigkeit bewusst, was er da sagte. Er sagte, die Linke, der Jab, ist das Maschinengewehr und die Schlaghand ist die Panzerfaust. Und da ist wirklich also was Wahres dran gewesen. Er sagt, der Jab muss arbeiten wie ein Maschinengewehr. Immer wieder, oben, unten, unten, oben. Und desto flexibler und variabler der Jab, desto gefährlicher bist du. Das ist Fakt. Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten, den Jab anzubringen. Ja, fangen wir mal mit der Variante 1 an. Der absolute Klassiker. Ja. Von oben die Deckung, mit Schritt, Jab, boom. Ne? Boom, boom. Hier in Partnerform, Enes, komm mal dazu. Ja. Natürlich aus der Bewegung, Leute, ne? Nicht feststehen. Und dann hier, boom. Ja. Bumm, ja? Bumm, ja? Und so einen guten, erfahrenen Mann wie Enes, den treffe ich natürlich nicht so einfach, ja? Ja, wichtig ist, Leute, dass die Rechte, wenn der Jab geschlagen wird, weit verbreitetes Unheil, dass die Leute schlagen den Jab und er ist hier, ja? Das ist saugefährlich, Leute, wenn du einen guten Konterboxer hast. Na, wenn ich hier aufziehe, ja, und er seinen linken Haken abfeuert, ja, dann liege ich auf dem Hosenboden, Leute, ja? Deswegen, die Rechte bleibt währenddessen am Kinn. Ja, und ich nehme den Schritt mit, weil sonst schaffe ich nicht, so einen beweglichen Mann wie Enes zu treffen, weil der ist sonst mit den Beinen weg. Ja, wenn ich hier hopp, ist er weg. Aber ich muss den Step machen, ne, Leute? Ja? Also, Deckung oben, nicht verkrampfen. Auch ein absolutes Gift für den Jab, eigentlich für jeden Schlag. Ja? Nur das Gefährliche ist, wenn ich beim Jab verkrampfe und er aufgrund der Verkrampfheit natürlich auch meine Schnelligkeit und mein Speed nachlässt, er mich kontert mit seiner Schlaghand, kann das mordsgefährlich für mich werden. Schön locker lassen den Arm, ja, und tack, hier reinstoßen, ne? Tack, Leute, tack. Variante 2, die überwiegend in den Staaten und Umgebung geschlagen wird, ist der Jab von unten. Ja? Was diesen Schlag so gefährlich macht, ist, dass er schwer zu sehen ist. Durch die etwas hängende Hand von unten. Im Grundsatz verändert sich nichts. Ja? Du bleibst immer in Bewegung. Ja? Nicht stehen hier irgendwie und dann, nein, du bleibst immer in Bewegung. Ja, Bewegung, ja, top, hier von unten. Ja? Ja, aus der Schlaghandseite raus, ja, und wieder, jam, hier. Ja? Hier, rechte bleibt natürlich zur Absicherung. Ich stehe, wenn ich von unten schlage, auch sehr spitz. Ihr seht, meine linke Schulter ist weiter vorne. Das heißt, wenn alle Stricke reißen, schlag deine rechte. Na, kann ich hier mit der Schulter blocken, okay? Schön von unten hier, boah, ne, von unten, doch. Ihr seht, ne, der Enes, der guckt mir in die Augen, der sieht ihn gar nicht so richtig. Der sieht ihn gar nicht so richtig, weil er schaut mir in die Augen und plötzlich kommt da von unten, kommt eine Hand angeflogen. Die dritte Variante ist, dass ich mich während des Jabs, ja, auf meine rechte Seite verlagere, als Normalausleger. Der Rechtsausleger natürlich gegengesetzt. Ne? Das heißt, ich als Normalausleger verlagere auf rechts. Ne? Bedeutet, hier rüber. Und gerade bei Leuten, die sehr gerne mit rechts kontern, was du im Verlauf des Kampfes spüren musst, deswegen zeige ich euch mehrere Varianten, den Jab auszuführen. Ja? Weil wenn der nicht trifft,
Wenn eins nicht trifft, Variante 1, irgendwann muss ich das checken. Wenn ich 3, 4, 5 Mal den Jab hau und ich treffe nicht, Variante 1 funktioniert nicht. Das heißt, Variante 2, Leute, dann versuche ich die zweite Variante, versuche ich von unten. Funktioniert Variante 2 nicht, gehen wir jetzt zu Variante 3. Ja, indem wir, jetzt kommt, nach rechts, leicht nach rechts kippen. Und noch besser ist es natürlich, ne, wenn du mal Variante 1, mal Variante 2, nochmal Variante 2, dann Variante 3 und gleich kommt Variante 4, Leute. Ja? Das heißt, ne, ich stehe auf diese Variabilität, dass du nicht ausrechenbar bist. Ja? Weil wenn du ausrechenbar bist, ne, ist er handlungsfähig. Wenn du nicht ausrechenbar bist, dann kann der auch nicht handeln. Also logischer Folgeschluss. Nochmal langsam hier auch mit Step wieder. Ne? Wir stehen boah, hier rüber. Boah. Ich zeige euch das, ne, das hier wird es deutlicher. Ja? Versuch mal die rechte mitzuschlagen, Ennis. Ne? Ich kipp hier rüber. Und hier ergeben sich wunderschöne Situationen für mich, ne, auf den Jab aufzubauen. Bedeutet, boom, jetzt schlag mal links. Boom. Ja? Wenn ich hier liege, Leute, links, ja, kann ich fürchterliche Sachen machen. Bang, bang. Ja? Aber bleiben wir beim Jab. Ja? Verleitet mich hier. Weiter das Ganze weiter auszuführen, aber Step by Step, Leute, erst muss der Jab richtig sitzen. Der Jab muss sitzen, Leute, ja? Der Jab macht den Kampf. Ihr werdet, so wahr ich hier stehe, ihr werdet niemanden in der internationalen Spitze boxen sehen. Guckt euch alle Champions an, ja? Oder die in der Richtung waren. Die haben alle einen guten Jab. Mit einem schlechten Jab, ja, wirst du über Maximum national mitboxen. Maximum. Aber niemals, niemals international. Deswegen arbeitet an eurem Jab und schaut euch das Video ganz, ganz oft an. Jetzt nochmal, aus der Bewegung das Ganze. Du, versuch mich zu kontern. Boah, hier, wunderbar. Ne? Boah. Und schnell wieder zurückziehen. Boah. Boah. Ja? Wir kippen leicht nach rechts. Und schauen, was wir aus dieser Bewegung machen können. Ja? Was ausgeschlossen ist, dass man also permanent nach rechts kippt. Irgendwann schnallt er das und da ballert er mir den linken Haken, ne, vor den Kopf. Das heißt, wenn ich hier rumgehe, muss ich natürlich aufmerksam sein und hier rüber kippe, ne, kann er natürlich seinen linken Haken feuern. Wenn ich hier bin, ne, kann das mords wehtun. Also Leute, ne? Also wir haben jetzt nach vorne den Jab, wir haben von unten den Jab und nach rechts. Ja, nach rechts kippen. Ja, jetzt kommen wir zur vierten Variante. Und das ist die vertikale Haltung der Faust. Ihr wisst es ganz genau, Leute, es gibt manche, die verschanzen sich hinter ihrer Deckung. Allerdings bleibt es nicht aus, das sind Handschuhe da. Ne? Und es bleibt eine kleine Lücke. Ja, gehen wir in eine Doppeldeckung. So, ne, horizontal komme ich nicht durch, wie ihr seht. Aber wenn ich die Faust drehe im letzten Augenblick, das heißt leicht von unten und tock, komme ich durch. Das ist total geil, Leute. Ja? Sehe ich eher so in Osteuropa des Öfteren, sehe ich sehr selten hier. Ich habe das sehr, sehr gerne geschlagen. Und gerade hier in Deutschland haben wir ganz viel, ne, ich sag mal, das Boxen aus der Doppeldeckung raus. Ja? Bin ich nicht ein Freund von Doppeldeckung, sie zu können? Und ist es auch, also mit Sicherheit, also nicht verwerflich oder abzulehnen, weil in Stresssituationen eine Doppeldeckung etc., ne, zu können und zu haben, das ist auf jeden Fall von Vorteil. Aber permanent so zu boxen, ist das, was nicht mit meiner Boxphilosophie vereinbar ist. Du bist einfach zu ausrechenbar, ja, wenn du nur mit Doppeldeckung nach vorne gehst. Nochmal, Leute, ne, es ist ähnlich wie der Jab von unten. Ja, die kommt eher auch von unterhalb hier, ja, das heißt von hier, aber im letzten Augenblick drehe ich hier. Ich muss natürlich immer wieder höllisch aufpassen mit meiner rechten, die hier zur Deckung ist, dass er mich nicht mit dem linken Haken kontert und mich auch nicht mit der rechten kontert. Okay? Das heißt, meine Distanz halten, nicht zu nah ran. Ich nehme den Step, um die Distanz zu überbrücken und drehe im letzten Augenblick, drehe ich meine Hand rein, ja, wie aus der Bewegung NS. Boah, ja. Ne? Geh mal so in Doppeldeckung. Boom, ich treffe seine Nase, sein Kinn. Aber ich muss immer höllisch aufpassen, ja, dass er mich auch nicht kontert. Ennis, versuche mich mal zu kontern. Ne? Jawohl. Und dann ziehe ich meine Rechte hoch. Jawohl. Versuch zu kontern, Ennis. Ja, versuch zu kontern.
Ihr seht, ne? Jetzt habe ich zweimal links geblockt und zweimal seine rechte geblockt. Das heißt, meine rechte bleibt schön locker flockig oben und vor allem bleibt sie variabel in dem Sinne, entweder ich blocke seine, falls er überhaupt schlägt, ne, der muss erstmal so schnell sein wie ich, ne, um mich zu kontern. Das denk nicht, ne, weil der Trainer ist raus, ne, ein paar Jahre, ne? Speed ist noch da. Also Leute, hier waren vier Varianten. Ja? Einmal der Step nach vorne, zweitens haben wir den Jab von unten, drittens haben wir das leicht nach rechts. Ja? Ohne Leute, wichtig, ne, dass wir hier übertreiben. Und die Hand bzw. die Schulter darf sich nicht vom Kopf lösen. Ne? Wir dürfen nicht hier solche Spirenzien machen, sondern Schulter, ne, hier rüber. Und viertens die vertikale Haltung. Ich hoffe, dass ich euch mit dem Video euren Boxhorizont gerade im Hinblick auf den Jab etwas erweitern konnte und ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Falls ihr Fragen habt, schreibt ruhig in die Kommentare, teilt das Video, supportet, denn Support ist kein Mord. Okay Leute, alles Gute, ja, bis bald. Danke.